Transport, Soros-Raffinerie, Einheiten der Rebellen haben einen der gefährlichsten Orte des Outer Rim betreten, um einen wertvollen Rohstofftransport zu bergen und in der erlaubten Zeit zu ihrem Frachtschiff zu bringen. Gleichzeitig versucht das Imperium mit aller Macht zu verhindern, dass die Rebellen den Exfiltrationspunkt erreichen. Und damit willkommen bei einem DLC, dem DLC Bespin. Bespin? Ich glaube Bespin, ja, so heißt es. Bespin? Outer Rim. Bespin ist das nächste. Ah, ich bin schon bei meinem nächsten DLC. Dies ist das Outer Rim DLC. Im Moment ist es kostenlos, beziehungsweise so eine Art Testwochenende für all diejenigen, die das mal testen wollen. Ich wollte es gestern schon aufnehmen. Ich war aber leider nicht in Reichweite der EU, der EA-Server. Naja. Gut, ich starte jetzt. Fracht, Palasthangar. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Bring die feindliche Fracht zu deiner Basis. Verteidige deine Fracht gegen den Feind. Wer am Ende die meiste Fracht hat, gewinnt. Oi, 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 oi. So, das ist ein bisschen wie, wie bei Overwatch, wo man die Fracht hin und her machen muss. Nur, dass man jetzt hier praktisch zwei... Ach so. Ah, nee, doch nicht. Oder doch? Ich könnte... Nee, schade. Wie hieß denn das andere? Ach Mist, jetzt habe ich mich total versaut. Es tut mir leid. Ich wollte, es gibt einen Spielmodus. Auch hier, das ist hier auf Tatooine. Hier in Jabba's Palast. Sehr geil gemacht hier. Sehr geile... Ach so, das ist einer von uns. Sehr gut. Den eskortiere ich. Jabba's Palast hier. Und ich dachte, ich war gerade komplett woanders. Es gibt nämlich so einen Modus. Oh! Shit, steht da oben. Es gibt nämlich einen Modus. Dann gucke ich gleich mal, ob es den gibt. Da kann man. Da transportiert man eine Fracht einen Weg entlang und um zu einem Raumschiff. Ähnlich wie bei. Huch, wo hängt denn der hier rum? Ähnlich wie bei Overwatch. Shit. So, hier ist ein Disruptor-Gewehr, wenn ich jemanden sehe. Okay, ich hab mir gedacht, also ich dachte, okay, da lädt irgendwer auf. Weil mein Partner hatte auch so auch ein Gewehr in der Hand, so ein Sniper-Gewehr. Habe ich das nicht assoziiert, dass der hinter mir einer steht, so. Hier ist irgendein Fremder noch. Ja, Rückkehr im Bodus. Ich bringe zurück. So. Vielleicht sehe ich hier einen. Dem Disruptor-Gewehr da. Natürlich niemanden getroffen. Mit der dicksten Knarre treffe ich keinen. Aber mit der Granate. Ich spiele Bomberman, Bomberman. Nein, da sind so viele gewesen. Hätte ich mir mal die Granate aufgehoben. Ich muss aber, wir müssen jetzt verteidigen. Die Sturmtruppen haben eine Frachtkiste. Nein. Diese verdammten Imperialen. Man hat mir gesagt, die schießen schlecht. Die Imperialen. So, die Fracht konnte ich zumindest aufhalten, aber jetzt sind da so viele... Ah, die laufen natürlich schön hinterher. So eine Scheiße. Nein, das darf nicht sein. Rache. Bomberman da. Huch. Das kommt mir eigentlich sogar gelegen, dass ich... Nein, da ist einer. Wir haben die Fracht. Bringt sie zurück zur Basis. Was ist denn hier unten? Oh, cool. Oh, geil. Ich kenne die Karte noch nicht, weil der ist halt... Gibt es nur in dem DLC. Ist eigentlich ganz gut, dass ich jetzt die Fracht dieses gekriegt habe in der Fracht. Dann brauche ich nicht. Oh, DT-12. Das ist diese von Greedo. Die... Haben sie die genervt? Ich weiß es nicht. Die macht auf jeden Fall mega extrem viel Schaden. Diese...
diese Waffe. Los! Einen haben wir erledigt. Ah. Die campen an unserem Frachtspawn. Ich hätte vielleicht auch meine andere Granate nehmen sollen. Nee, what? Lol, ich hänge. Ich habe einen Hänger. Ich habe einen Hänger. Nein, ich wollte doch die andere Karte nehmen, Mann. Scheiße. Nein. Jetzt müssen wir. Versuch mal die Fracht zu holen. Während die da kämpfen. Guten Tag. Nicht kämpfen. Einfach weiter. Hinter mir ist irgendeiner. Kann ich schnell runterlaufen. Ist hier einer, der verteidigt. Ich hole mir das Power-Up. Infanteriegeschütz. Ich könnte das Infanteriegeschütz bei den. Nein, nicht zu mir. Ich könnte das hier mal bei denen aufstellen. Wir haben die Fracht. Bring sie zurück zur Basis. Der Bastard hat mich erwischt. Schießt das Ding jetzt auf den? Natürlich nicht, ne? Weil Schießt hat nur so ein. Dreht sich nicht im Kreis, sondern hat nur von vorne so ein bisschen. Ah. Metal Vader! Jetzt nehme ich sie. Jetzt habe ich auch ein Snipergewehr. Beziehungsweise mein Cycler. Kann ich vielleicht den Typen da oben drauf? Jetzt ist der natürlich weg. Shit. Von wo? Ach, von da oben auch noch jetzt. Ich muss sagen, ich habe jetzt so oft Overwatch gespielt. Das ist. Ich muss mal irgendwie. Ja! Ich hätte fast beleidigt gerade eben, als ich ihn abgeschossen habe. Alter, hör auf! Zu ballern! Ich höre Musik ganz viel. Was? Headshot mit der Blasterkanone. Die Sturmtruppen haben eine Frachtkiste. Nein. So schlecht. Alter, ich sollte bei den Imperialen sein. So, der ist da hinten lang gelaufen. Ach, der verarscht uns doch nur. Nüsse. Alter. Los! Schade. Das wäre geil gekommen, wenn ich jetzt. Hä? Da rein. Ja! Ja. So, Schluss mit der Gedödelei von denen. Wie viel habe ich? 1,18? Nee, 8,16. 1,18 wäre. Weg, ich muss außen rum. Da so ein Scheiß, dieses Scheiß-Dingens da. Infanteriegeschütz. Ja. Ja, Aurex tritt auf. Nein. Jawohl. Nein. Hier, Heilung für dich. Nichts da. Jetzt verteidige ich hier. Oh, da kommen Granaten. Nein. Es
doof ist, ich habe den Scan-Impuls jetzt dabei. Ich hätte den hier nehmen müssen. Nee, andere Richtung. So, hier hinter. Verstecken. Ups, ach so, das ist meiner. Na, dieses Wegrollen. Ich muss mir das auf eine andere Taste legen. Das ist auf die Alt-Taste und das ist total umständlich. Also ich komme da nicht. Ich muss da jetzt mit meinem Daumen hin und ich finde das total umständlich. Oh. Na, ob das funktioniert hat? Kommt auf einer anderen Seite, glaube ich. Ne, weg. Von wo? Oben, vorne? Vorne, links, rechts. Wo ist die Fracht? Hä? Achso, jetzt ist der oben stehen. Jetzt will der da oben. Der will da oben ballern. Da kommt einer von da. Ah. Gut Game, na nicht so. 10-18. Ja. Jetzt muss ich auch mal reinkommen. Ich muss vielleicht so ein paar Spiele üben. Vorher, damit ich reinkomme. Meiste Träger besiegt. Wenigstens etwas. So, ich verlasse das Spiel jetzt aber. Weil ich ganz gerne. Ich muss noch gucken, ob ich diesen anderen Transport finde. Oder ob der in diesem Testwochenende nicht stattfindet. Das ist die Frage. So. 10 Kills, 18 Verluste. Ja, Standard. So. Autorim-Modus wählen. Ich will ganz gerne. Transport hatte ich. Ich habe nicht auf Fracht gedrückt. Ich habe auf Transport geklickt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich. So, ich habe Transport. Ihr seid da mit dabei. Rebellen, Transport. Genau. Genau. Und dann ist er zu Fracht gewechselt, ne? Das habe ich vorgelesen. Genau, das habe ich vorgelesen. Dennis hat zur Fracht gewechselt. Warum auch immer. Bin ich jetzt immer noch im Transport? Ich hoffe ja. Ich nehme jetzt hier andere Hand. Hier. Ein Explosivschuss. Das lasse ich auch. Starten. Transport. Sorosub Raffinerie. Aktiviere den Transport, um ihn in Bewegung zu setzen. Erreicht der Transport den Exfiltrationspunkt, hast du gewonnen. Läuft die Zeit ab, verlierst du. Standardhand. Ne, ich nehme die. Oh, gestartet. Guck. Juhu. Ja, lauf dich weg. Ich gehe eine Tür auf. So. Einsatzziel ist unterwegs. Jawohl. Das müssen wir verteidigen. Gibt, glaube ich, mehr. Eieiei, mehrere Schick. Eieiei. Aua. Achso. Commander Skywalker ist eingetroffen. Ja, sehr gut. Ich sehe keine Leute. Da oben ist was. Kopfschuss! Yeah! Oh, oh. Oryx als Sniper unterwegs. So nicht, Kollege. So nicht. Oh, es regnet. Ich hoffe, die Verbindung läuft. Geht nicht dauernd jetzt. So ist einer von uns. Regen ist nämlich sehr, sehr schlecht für, wenn man über Funk irgendwelche Internet kriegt. Von wo? Was? Ich sehe nichts. Granate, hau ab! Shit, von wo? Ich sehe es nicht. Da, das war's. Kill Assist. Oh Mann, und wie es regnet. Gut. Da vielleicht was? Da war was. So. Ich bleib mal hier hinten. Vielleicht sehe ich was. Als Sniper, da war gerade was. Aber ich finde die Cycler-Gewehr, ne? Das ist mega. Das ist noch besser als das andere. Das macht zwar keinen Instant-Tod. Also wenn ich den Körpertreffer damit kriegt, habt ihr noch 10 Leben oder so. Aber das geht durch Schilde durch. Ui. Kontrollpunkt. Hier, Leute.
Ah, das ist ein Power-Up. Ja, sehr gut. Nein! Ah, jetzt kann ich es aufnehmen. Thermal-Implater. Oh, ich muss vielleicht mal das Fenster zumachen. Ich weiß nicht. Es ist aber Platzregen gerade. Eieiei. Moment. Gucken, ob ich es wieder rücken kann. Nee, ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Ist sehr spaßig, dieses Spiel und diese... Oh, ich glaube, hier will ich nicht rein. Dieses Spielmodus. Ah, von oben. Natürlich. Muss ich glaube, einen Moment, ich muss mal das Fenster zumachen. Ist das hier nicht so laut? Sonst kann ich meinen eigenen Blaster nicht mehr hören. Ach ja. So. Da bin ich wieder. Hallo. Ja, Schilde für alle. Die schreien immer bei der Heilungsgranate. Ich habe einen Thermal im Granate, eine Thermalgranate. Und es sind aber noch nicht genug Leute. Wegen einen will ich das jetzt nicht wegwerfen. Boah, fett! Was? Fettes Gerät. Er sieht schon geil. Ich würde mir das ganz gerne mal von so. Schade, dass es kein Trainingsgelände gibt mit jeder Karte. Ich würde mir gerne die Karten angucken. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber der Kopfschuss von vorhin war, von ihm war am besten. Der war immer noch am besten so. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht weggeholt werde. Hier, Granate. Oh. Ah. Ja. Schade, ich hatte gehofft, dass ich noch einen von denen da drin erledige. Da oben. Ja. Auch wenn es kein Kopfschuss war, weil ich dann unbedingt das wollte, dass er nicht so viele Leute von meinen Leuten tötet. Hier, Heilung! Wahrscheinlich bin ich zu langsam, wenn die gleich rauskommen. Da ist keiner. Gut, ich muss auch voranrücken. Ich hole mir hier noch die Karten. Karte hier. Au, 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 au. Oh, zwei hier gleich. Genau. Habe ich nicht gesehen. So, ich habe mich verhakt. So eine Scheiße. Mann. Oha, Gewitter. Mein Kopfhörerkabel ist so lang. Weiter. Ich renne mal hier rein, einfach zur Sicherheit. Aber wahrscheinlich sind da... Kommen auch... Ah ne, das sind welche für uns. Ja, sehr gut. Voll in die Bombe. Ich dachte mir gerade, oh schön, dass einer genau vor mir gelandet. Und dann stirbt er doch. Okay, keiner da. Den ich wegsnappen kann. Oh, wen haben wir da? Oh geil. Wie geil sieht denn das aus? Ist das ein kleiner Verwandter? Guck mal, ich habe deine Mutter gefunden. Das sieht echt geil aus. Voll mega. Ich würde mir die Karte... Nein, verfehlt. Ich würde mir ganz gerne echt die Karte mal einfach mal so angucken. Ist hier was zu sehen? Sind wir jetzt unter Wasser? Oh, lass mich doch mal hier angucken, Mann. Bam, es gibt's auf die Schnauze, Alter, wenn du hier gucken kannst. So. Wir müssen irgendwie unter Wasser sein jetzt. Das ist geil. Oder so eine Karte auf Mana an, das wäre genial. Hier, Heilung für alle, außer für Luke. So, ist der noch unterwegs? Ja. Shit. Hat eine Umgebungsbombe reingeworfen. So, weiter jetzt. Ui, oh ja, von hier unten ist natürlich jetzt der richtige Nachteil. Truppschild. Ja, genial. Ja. Das Tolle ist, ich kann rausschießen aus dem, weil die...
Vorsicht! Achso, ist nur eine Rauchgranate. Da ist Granate. Ich kann rausschießen. Also man kann mit diesem Zeitlevel durch die Schilde durchschießen. Dafür ist es kein Instant. Ich sehe nichts. Scheiße. Scheiße, scheiße. Da unten in der Ecke ist einer. Ja, das ist eine... Vorsicht! Kann man von außen lang? Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwie versuchen, mal von außen lang zu kommen, weil so sterben wir. Aber die ballern da nur rein. Das ist doof. Das ist nicht... Wo muss ich überhaupt hin? Hier lang, ne? Komm, folge mir, mein Kollege, mein Kamerad, mein Partner. So heißen die hier, Partner. So, 7 Minuten Zeit haben wir noch. Vielleicht müssen wir auch einfach nur hochrennen. Ah, shit, von hinten. Und der schon wieder mit seiner blöden Wookie-Armbrust. Der hat bestimmt auch genauso viele Haare am Sack. So. Dann renne ich mal hier lang. Achso. Achso. Ah. Mutti. Nochmal extra Schild. Ah, deswegen haben sie den Schild hier hingesetzt. Das ist sehr gut. Da ist Evakuierungspunkt. Shit. Ja, Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. 8-6. Eine positive Bilanz. Ich glaube, das hatte ich hier noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht das zweite Mal jetzt. Hallo. Jetzt sag ich mal, das ist gar nichts und dann sagt er, hallo. Ja, danke. Meiste Transportverteidigung. Rixwort. Und die Straße steht unter Wasser. Ich hoffe, es kommt nichts durch. Sonst muss ich wieder... Ich habe keine Lust, irgendwas zu pumpen. Der Keller wieder voll läuft. Naja, voll läuft war ein bisschen übertrieben. Jo, nächste Runde müssten wir doch jetzt eigentlich als Verteidiger, ne? Oder Angreifer?